So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dusk Ward. Wie drehe ich mich? Ihr müsst immer meinen T-Fighter sehen. Genau. Letzte Folge, Jake ist abgehauen. Und wir sind jetzt mitten im Vereinschat, hätte ich beinahe gesagt. So, muss mal kurz überlegen, wie hat es aufgehört? Befragt? Ach so, es geht um Dan. Ja, ja, genau. Wir sollten Jake nicht trauen und hast nicht gesehen und so was alles. Richtig, so, da sind wir stehen geblieben. Könnt ihr bitte alle mal online kommen? So. Bin da. Genau, darum ging es tatsächlich. Wir sollten auf uns aufpassen. Ein bisschen. Weil er sich ja sorgt. Wozu denn jetzt? Kommt keiner, ja? Richie ist online. Ich bin mal gespannt, wann Jesse was mit uns machen möchte. Was hier kommt ihr jetzt hier? Und? Ich denke nicht, dass Lily kommen wird. Warte mal, ich will das sofort sehen, bevor wir jetzt eine Nachricht schreiben. Sie meint mich einfach zu spammen. Vielleicht gibt es irgendwas Wichtiges. Lass mal gucken. Mir ist gerade der Nachname wieder eingefallen. Manson, Jennifer Manson. Und das ist die richtige Jennifer. Die haben wir gesucht. Genau, richtig. Und danach hatten wir ja damals Jesse befragt. Richtig. Hatte sie was Neues irgendwas, Jesse, aus ihrer Gruppe Dinges, Bilder? Nee, leider nicht. Die kennen wir schon, die Bilder, wo sie in Ägypten war. Und sonst nichts Neues. Das sind die alten Videos von ihr, Audiodateien. Die haben wir schon alle. Der City, mein Lieblingsspiel. War ein gutes Spiel tatsächlich. So, dann wieder zurück. Jake hat mir eine Datei gesendet. Ja, das hat mir gemacht. So, wieder zurück. Cleo kommt dann auch nicht. Cleo kommt auch nicht. Wieso kommt Cleo nicht? Dann schieß mal los, Dan. Na komm. Dass ich einen Unfall hatte, war nicht meine Schuld. Was? Ja, okay. Das war nur der Alkohol. Der Alkohol hat sein eigenes Wesen. Und wenn das in dir drinne ist, ganz fies gewalttätig, wurde es dir eingeflößt. Der Whisky, mit dem du noch mit mir anstoßen wolltest. Okay. Okay. Was soll das heißen? Don't drive and drink, oder wie war das, ne? Dan, wen willst du was vormachen? Ein Lügner macht mir nichts vor, dem kann man nichts vorlügen. Ich war an den Abend, als ich den Unfall hatte, Black Swan. Eigentlich war ich mit Jesse verabredet, aber sie hat mich sitzen lassen. Naja, ich hatte da ein, zwei Whisky. Muss ich ganz offen zugeben. Ein, zwei Whisky? Du hast gebechert wie so ein Irrer. Achtung, diese Details werden noch wichtig, ja. Das wissen wir bereits, Dan. Oder drei oder vier. So machen wir das. Oder drei oder vier. Er hat ordentlich gesoffen. Aber auf dem Weg nach Hause haben meine Bremsen nicht mehr funktioniert, weil du aufs Gas getreten bist, nicht auf die Bremsen. Und Kupplung, da bremst das Auto auch nicht von. Und deswegen habe ich die Kontrolle verloren und den Unfall gebaut. Sag mal jemand was dazu. Ich weiß nicht so recht, was ich dazu sagen soll. Du warst betrunken. Was willst du jetzt hören? Keine Ahnung. Wie wär's mit... Oh, du Armer. Das ist ja furchtbar. Sowas, was ihr bei jedem anderen auch sagen würdet. Aber jeder andere wird nicht saufen und fahren. Glaubt ihr mir etwa nicht? Dan, du hattest Alkohol getrunken. Also ich glaube dir definitiv nicht. Wir wollen das mal so nicht sagen. Ich gehe davon aus. Wenn Dan seine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alkohol-Dingens Whisky getrunken hat, ich meine, die klödeln ja im Kopf, ne? Und dann vielleicht mal die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt oder mit der Kupplung, dann bremst das Auto nicht. Also, Dan, du hattest Alkohol getrunken.
Machen wir so. Das Auto verträgt sich nicht gut mit, das verträgt sich gut mit Autos. Ich weiß, wovon ich rede. Ich nicht so. Hä, was ist nicht so Unrecht verboten? Machen wir so. Aber wir müssen mal näher ranhalten. Daran lag es aber nicht. Nein, daran lag es definitiv nicht. Sonst noch Meinungen? Geil, Leute. Richtig geil. Jetzt sei mal nicht zitterig. Du hast Scheiße gebaut, Junge. Dennis offline. So. Warte mal. Ich würde ihn ja wirklich gerne glauben. Ja. 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 Ja, würde ich auch. Aber nein. Unter diesen Zuständen, Umständen. Nein. Thomas, du warst so still. Dan ist nun online. Der hat sich aber schnell entschieden. Ich finde das echt lächerlich. Ihr glaubt an ein Monster im Wald. Wenn ich aber sage, dass ich den Unfall nicht zu verschulden habe, versinken plötzlich alle in tiefstes Schweigen. Ja, Dan, denk mal drüber nach. Wer glaubt ein Monster? Wer glaubt. Wo er recht hat, hat er recht. Na komm, wir müssen ein bisschen ehrlich bleiben. Wir können nicht sagen, okay, Dan, weil du es bist, glauben wir dir. Dan, hör auf, so zu übertreiben. Übertreiben? Sonst wird hier doch auch alles hinterfragt. Jetzt denkt aber keiner daran, dass mein Unfall vielleicht etwas mit euren komischen Kerl ohne Kopf zu tun haben könnte. Ohne Gesicht, der Slenderman, bitte, ja? Doch, ich habe schon daran gedacht. Oh, jetzt, wo du es erwähnst? Völlig absurd. Ah, komm. Oh, jetzt, wo du es erwähnst, wird sich das natürlich irgendwie total nervig anhören. Bloß andersrum, er hat auch kein Zeichen gehabt oder so, ne? Ach, komm. Ich halte es aber für abwegig. Aber ich wollte mich nicht einmischen. Wollte damit aber nicht alleine dastehen. Ich halte es für abwegig, weil er kein Zeichen hatte. Der Zeichentrabe und sowas, ne? Total! Es gibt ja überhaupt keinen Zusammenhang. Eben. Was soll das heißen? Du wärst beispielsweise markiert worden. Genau das wollte ich sagen. Es weist überhaupt nichts darauf hin, dass du nicht plötzlich eine Entschuldigung für all deine Fehler findest. Das ist Blödsinn. Das kommt. Es ist ja gut. Er weiß, er hat Alkohol getrunken, ist Auto gefahren, jetzt haben wir ihn genug geärgert damit. Richtig. Ne? Und dann, es ist ja so, wir suchen nach Tatsachen. Warum könnte denn jemand an sein Auto rumgefingert haben? Es passiert einfach nicht zu allem, was wir bisher wissen. Also darf nur Richie was passieren? Ja. Nur dann hängt es ganz offiziell mit den Creme-Kumpel zusammen. Wenn, dann wäre es hier der Rabenkumpel. Aber egal, er heißt Mann ohne Gesicht. Bei dir passt tatsächlich der Alkohol besser, hm? Ruhig, ganz ruhig. Von mir aus. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, Dan. Wollen wir das? Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Dann frag. Trinkst du öfters viel? Hast du jemanden in der Nähe deines Autos gesehen? Wer wusste, dass du ein Black Swan sein würdest? Hast du möglicherweise Feinde? Hattest du dein Auto schon mal einmal mit Probleme mit Bremsen gehabt? Lass uns doch erstmal mit dem Black Swan anfangen. Abgesehen von Jesse, die wusste, dass er da sein wird. Nur Jesse. Warte. Un secondo. Tom, hast du nicht gesagt, du warst ja auch da? Ich wollte nur sehen, wie er reagiert. Gut aufgepasst, Richie. Oh. Dann wussten es eben nur Jesse und Tom. Hast du jemanden in der Nähe deines Autos gesehen? Hast du möglicherweise verhindert, hatte dein Auto schon mal Probleme mit den Bremsen? Wie nah stehst du Hannah?
Probleme des Bremsen, das ist interessant. War der Krankenwagen? Nein. So. Hast du jemanden in der Nähe deines Autos gesehen? Hast du möglicherweise Feinde? Wie viele Gläser Whisky hattest du? Das ist egal. Wiener Schwester Henna, das interessiert mich auch so ein bisschen. Heute habe ich es aber nicht drauf. Heute verlese ich mich echt enorm. Ne? Das ist echt heute echt anstrengend. Warum ist das so? Keine Ahnung. Soll ich das jetzt in Zahlen messen oder was? Das wäre hilfreich. Nicht, wenn es dir etwas Besseres einfällt. 1 bis 10. Ja, genau. 1 bis 10 ist gut. 9. 5? Mittelmäßig. Ja. 6? Wenn es nicht noch 7 und 8 kommt, dann wäre es ja. Was weiß ich. Tommy, du musst dir das Ganze vorstellen. Bei Sir. Wenn wir alle zusammen unterwegs sind, verstehen sich Hannah und Dan gut miteinander. Wenn die beiden aber alleine wären, hätten sie möglicherweise nicht so viel zu bereden. Danke, Richie. Alles klar verstanden. Stimmt das so, Dan? Hast du möglicherweise Feinde? Schwachsinn. Naja. Aha, Richie weiß es besser. Richie wäre einer davon. Was? Nix. Ich habe keine Feinde. Nächste Frage. Hast du jemanden? Nö. Tja, dann bleibt nur der Alkohol. Das ist ein ziemlich dunkler Parkplatz. Jemand hätte sich also problemlos verstecken können. Es wäre demnach schwer, etwas im Auto vorzunehmen. Ja. Ja, denke schon. Wie viel Gläser Whisky hattest du? Fick dich, komm zurück oder so. 7 oder so. Ja, da funktionieren keine Bremsen mehr. Da lag's aber nicht. Nö, Mehr Fragen habe ich gerade nicht. 7, Alter. Ich werde darüber über alles nachdenken, okay? Ich denke, es könnte sich tatsächlich um eine Fremdwirkung handeln. Alles klingt für mich nach Selbstverschulden. Komm, wir denken drüber nach. 7, Junge, was ist los? Das reicht mir nicht. Richie. Ich weiß, dass die Karre bei euch auf dem Gelände steht. Ja, genau. Warum nicht? Ich will, dass du sie dir anschaust. Und nach was soll er suchen? Nach durchgeschnittener Bremsleitung. Auch nach einem Unfall sieht man den Schnitten. Reißen, schneiden, Unterschiede. Manipulation, ein abgetrenntes Kabel, Rabenfedern, was weiß ich. Ist dir klar, wenn du das hier wirklich willst, ey. Und wie ich das will. An deiner Stelle würde ich das auch wollen, Dan. Scheiß auf Bezahlen, ist ein Freundschaftsdienst. Eben. Und ihr anderen werdet schon sehen. Dan ist nur offline, warte mal. Ist da was Neues von Dan rausgekommen? Macho Dan. Oh, sorry. Haben wir die Bilder schon von Dan gesehen? Ich weiß nicht. Der sieht aus wie der Mann meiner Cousine. Deswegen bin ich, glaube ich, nicht so ein Dan-Fan. Dan-Fan. Wenn Dan-Fan, dann. Ja, wir werden das wohl. Viel Glück, Richie. Ich bin auch super gespannt, was da wohl passieren würde. Alias. Er muss sich das anschauen. Thomas hat jetzt so gar nichts gesagt, ne? Ich hätte gerne mal mit Thomas darüber gesprochen. Aha, der Luscherdings. Und deshalb war übrigens die Polizei bei mir. Wirklich? Klar, ich
Ich habe meinen Verdacht natürlich gemeldet. Ist ja meine Pflicht als guter Bürger. Ich will mal einen Screenshot machen. Nicht wundern, Leute. So. Also das mit den guten Bürger kaufe ich dir aber nicht ab. Naja, also das... Oh, das war Real Life. Ja, ich mir auch nicht. Wo wusstest du überhaupt, dass die Polizei bei mir war? Kennst du Alicia? Alisa? Nö. Alicia. Kennst du Martin Roth? Nö. Der in der Bibliothek leitet. Pff, als ob. Dann eben ohne Namen. Ich habe eine Freundin von mir gefragt, wann ihr Vater wieder in der Bibliothek ist, weil ich dringend ein Buch haben möchte, das aber gerade ausgeliehen ist. Und die Cousine von der Freundin ist Krankenschwester. Ey, dieses Kaff. Das gut eben. Das Krankenhaus ist noch nicht mal in Duskwood und trotzdem weiß jeder wieder alles. Ich habe dafür auch was gehört. Bestimmt irgendwas wegen uns, hoffe ich nicht. Dass ein gewisses Mädel Streit mit einer Krankenschwester hatte, weil sie sich unerlaubt in mein Zimmer geschlichen hat und nicht gehen wollte. Dieses Kaff. Ja. Das war Jessie. Ist alles ziemlich blöd gelaufen. Und wie? Wenn ich aus dem Krankenhaus bin, will ich dich nochmal um ein Date bitten. Och, denn ich weiß nicht. Weißt du, ich habe hier viel Zeit zum Nachdenken. Ich kann mir auch 1000 Gründe einfallen lassen, wieso du mich an den Abend hast sitzen lassen. Aber eine Frau wie dich findet man nur einmal im Leben. Ja, das ist wahr. Überlegst du einfach, das reicht mir schon. In Ordnung. Jesse ist offline. Dan ist offline. Cleo. Was sagt die Zeit? 18 Minuten, dann baiten können wir noch, ne? Tom, wir müssen die Waldsuche absagen. Warte mal. Das ist meine letzte Warnung. Wenn ihr in den Wald geht, passiert etwas Schreckliches. Ich beobachte euch alle. Dieser Brief ging an meine Mama. Was zum... Das ist ja furchtbar, Cleo. Verdammt, damit hätten wir rechnen müssen. Der Mistkerl schreckt vor nichts zurück. Und somit ist es einer von uns. Tatsächlich, es ist einer von uns. Im Umschlag lagen auch noch Bilder von mir. Heimlich aufgenommen. Okay. Ach, guck mal, das wäre auch so ein Premium-Ding gewesen. Hätte man nicht öffnen können, weil kein Premium ist. Mir ist ganz kalt den Rücken runtergelaufen, als ich die Bilder sah. Ging mir auch gerade so. Weißt du noch, was du gerade gemacht hattest? Wie es aussieht, hatte ich mich mit jemandem getroffen. Ist das dann wichtig? Es könnte uns Informationen über denjenigen geben, der die Bilder gemacht hat. Klar, alles könnte wichtig sein. Sonst möchte ich ja nicht fragen. Was für eine patzige Antwort.
Ich werde später mal in Ruhe nochmal drüber nachdenken. Und weißt du was? Profilbild von Jesse geändert. Und weißt du was? Das ist nicht mal der erste Brief. Sie hatten die andere Briefe verheimlicht? Entschuldigung, Schluck auf. Nein, er ignoriert. Würde ich aber allerdings auch machen. Sie wollten sich davon einfach nicht beirren lassen. Sie hatten die Briefe als eine Art Bestätigung gesehen. Wie die Mutter, so die Tochter. Entweder seid ihr alle extrem mutig oder naiv. Nochmal so. Ja, das höre ich auch wirklich sehr, sehr oft. Jedenfalls hat dieser Brief jetzt ihre Meinung geändert. Oder wahrscheinlich eher die Bilder von mir. Geht es deiner Mutter gut soweit? Klar, verständlich. Das sind wirklich sehr schlechte Neuigkeiten. Ja, sind es. In der Tat. Absolut. Ihr war die Suche sehr wichtig. Klar, verstehe ich. Ja, sie war ja auch in so einem, oder ist ja auch so eine Organisation drinnen, ne? In so einer Christenorganisation, die eben halt sich dann auch so auf die Suche nach solchen Leuten machen. Ich werde noch eine Weile hier bleiben und ihr erzählen, was in der letzten Zeit alles passiert ist. Damit sie versteht, weshalb sie jetzt in dieser Situation des Himmelarschens werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist sie schuldig zu sein. Denkst du? Das ist eine gute Idee. Ja, bleib bloß bei ihr. Das musst du ganz alleine für dich entscheiden. Ja, erzähl deine Mutter davon. Alles gut. Aber nein. Nein, 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 nein. Gut, das werde ich. Nein, 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 nein. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Kannst du mir mal bitte einen Gefallen tun, Tomji? Das kommt ja auf den Gefallen drauf an. Für Gefallen habe ich gerade keine Zeit. Kannst du den anderen sagen, dass die Waldsuche nicht stattfinden wird? Klar, kümmer du dich um deine Mutti. Vielen, vielen lieben Dank. Clear ist offline. So geht man eigentlich heute. Man sagt nicht mehr Tschüss oder so, sondern man geht einfach. Jesse hat ein neues Profilbild. Ich würde mir gerne das mal angucken, einmal eben. Da kann man das nicht anklicken. Profilbild Jesse. Geht nicht. Warum kann man die nicht angucken? Oh. Okay, ihr lieben Kinderchen, kann man nicht angucken. Interessant, so viele interessante Neuigkeiten. Dan hat Dan vermutet, dass an sein Auto rumgefuscht geworden ist, also gemacht worden ist. Und Richie macht sich auf die Suche danach. Er hat das Auto bei sich in seiner Schrotthalle stehen und guckt nach, ob da manipuliert dran worden ist. So, und wir haben wieder was gesehen. Und zwar, guck mal, das blinkt immer auf, das ist mir noch nie aufgefallen. Wir haben mitgekriegt gehabt, dass die Mutter von Cleo die Suche im Wald absagen wird, weil sie einen Drohbrief gekriegt hat mit Cleos Bildern. Und wie es wohl weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Und vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.